Hallo? Ich habe die Vermutung, dass... Diese arme Frau. Is it Rose? Kein Wunder, warum sie ihn so verhätschelt. Kein Wunder. I saw you with a wooden bat, attacking someone. Ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut. Oh je, Rose. Wir sind noch in Kontakt mit ihr. Ich muss ehrlich sagen an dieser Stelle, das geht schon einem unter die Haut, wenn man sich das mal denken muss. Okay, es ist nur ein Spiel, aber es gibt schon Leute, die tun ihre Kinder verprügeln. Obwohl sie nicht mal was machen. Die machen nicht mal was. Ich passe hier die Koffer. When you said you couldn't live with yourself, is that connected to what you said about the suitcases? Hm. Wir müssen bestimmt wieder was finden. Kein Wunder, warum sie dann ihr Kind die ganze Zeit einfach in Schutz nimmt. Also jetzt mal ehrlich, einen gewalttätigen Vater, ein Choleriker, der seine Frau wahrscheinlich auch missbraucht hat, ja. In meinen Augen nur krankhaft. Kein Wunder. Und Jimmy hat's nicht geholfen. Wo er sich das Leben nehmen wollte. Hat es ihm nicht geholfen, als ihm seine Mutter natürlich gesagt hat, von wem er stammt. Aber er konnte sich ja auch nicht mehr dran erinnern. Verdrängte Erinnerungen wahrscheinlich. Was ist das? Es ist eine Flüssigkeit. Es ist auf jeden Fall eine Flüssigkeit. Mir kommt da gerade, glaube ich, eine Idee. Terpentin und das Feuerzeug. Oder halt die Whiskyflaschen, aber... Da frage ich mich eher, warum sollte man sich Whisky übers Gesicht kippen? Weil das war ja ein Körper. Eieiei. Ich weiß nicht, dieses Hotel ist einfach verflucht. Oder Jimmy hat einfach einen schlechten Start ins Leben. Ich muss gerade echt sagen, ich bemitleide mit ihm. Ich bemitleide ihn einfach gerade. Der weiß doch gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Wahrscheinlich. So, hier rüber bitte. Dankeschön. Wir wollen mit Rosie. Komm, Rosie. Is it Rose? Is there Rosie? Rosie? Yes. Wir nehmen mal das Terpentin. So
Zusammenhänge gefunden. Sichtung. Ich wollte auf Sichtung. When you said you couldn't live with yourself, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? Was? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Er hat Selbstmord. Also sie hat Selbstmord begangen. Und hat sich wahrscheinlich mit dem Terpentin in Flammen gesetzt. Ich bin auch jetzt mal ehrlich, ich finde das krass. Mir tut diese Mutter leid. Sie hat versucht, ihr Kind so gut wie möglich es ist, also wie es geht eigentlich, ihm zu helfen. Und natürlich kann man Jimmy verstehen, er will dann an das Grab seines Vaters, ja. Um einfach zu wissen, wer er ist, aber... Macht das dann so viel Sinn? Ist es das wert? Kommen die Stimmen? Ach, dritter Stock. Ach, ich war richtig, Mann. Ach. Er ist jetzt richtig angepisst, glaube ich. Also, ich wollte gerade eigentlich raushauen, so viel wie, tja. Irgendwie fallen mir jetzt da gerade keine Worte mehr ein, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir jetzt gerade echt so gedacht, so scheiße, Mann. Ich dachte so, ja, Mann, Alter, der geht jetzt weg. Ich wollte gerade noch sagen, so viel wie, hey, hau einfach ab, Mann. Ich kann nicht verstehen, dass du eine scheiß Kindheit hattest, aber trotzdem. Was macht man nicht? Man schlägt keine Frau, ne? Was macht er? Er kommt dann rein und BAM! Direkt eine rein. Direkt eine reingezwiebelt. Hier, BOOM! Als wäre ich nichts wert. Ich weiß nicht. Er ist ein nerviger Charakter, aber irgendwie tut man ihn trotzdem noch liebschätzen, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, wir müssen wieder in die 218. Oder was? 217. Wo wir's. Ich weiß nicht mehr, haben wir da Rose getroffen oder haben wir es nicht? Ich weiß noch, irgendjemanden hatten wir dort getroffen. Und ich glaube, der Pfeil zeigt auch hier hin. Treppe, Etage 3. Ah, hier war die Hängeleine, ja. Das
Das ist das erste Mal, dass ich mich im Schrank verstecke und ich habe echt gerade ein bisschen Schiss, dass wir jetzt gerade nochmal eine abkriegen. So, schnell einfach in den Spiegel schauen, kann glaube ich nichts passieren. Wir sind auf der falschen Seite. Das ist nicht möglich. Der Pfeil zeigt mir genau dahin. 212, 213. Und wir sind bei 217 und 18. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Gehen nochmal zurück. Ich geh mal hier hin. Oh nein! Ich wusste, 13 heißt nichts Gutes. Es war 212 und 213. Aber muss das mitten im Gang sein? Das ist jetzt eine gute Frage, ja? Habe ich hier durchsucht? Kompass. Ein Zimmer. Schlüssel, also Deadlock. So. Wir sind mutig, wir gehen raus. Kackbratze. You were on fire. What happened? If I hadn't done it myself, Jimmy would have. Or rather, Hugo would have. Hugo's still in charge. Even now, he's controlling Jimmy. Ask Jimmy to show you where Hugo lives. Wo Hugo lebt. I know Hugo's your father, Jimmy. I found your birth certificate, and I know Rose tried to kill him. But she failed, didn't she? Then where is he now? Well, why don't you come and meet him? It's time I introduce you to the family, Maya. You completed Rose's story. Alter. Ich hab grad mehr als Angst. Ich dachte mir gerade so, ist der hinter uns oder was? Ich hab nichts damit gemacht. Ich hab nichts getan.
Ei. Erstmal speichern, speichern. 100%! Wir haben 100% geschafft. Das heißt, wir haben jeden einzelnen Geist gefunden. Müssen wir jetzt Jimmy umbringen? Werden wir jetzt Jimmy vielleicht killen? Oder wird er uns killen? Wird er uns vielleicht jetzt den finalen Ausnocker geben, den wir nicht wollen? Das ist so ungewiss. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Und das ist etwas, wo ich mir denke, ich fühle mich ein bisschen klaustrophobisch in diesem Aufzug hier gerade. Nein! Die Schränke sind weg! Die. Du Kranker! Da sind auch überall Schlüssel. Du hast 5 Freunde zum Retten. Oh mein Gott, wir können uns... Oh nein, die Geisterbox, die können wir gar nicht mehr nehmen. Die liegt jetzt am Boden. Das Spiel speichert hier zum letzten Mal. Okay. Du hast die Hauptgeschichte vervollständigt. You completed the main story. Du musst nun deine Freunde retten. Sollte Jimmy dich fangen, heißt es Game Over. Wir haben keinen Kompass. Ich muss jetzt meine Freunde finden und von Jimmy flüchten. Okay, hier kann keiner drin sein. Oh Gott im Himmel. Ich sehe es kommen, das wird so schwer. Das wird richtig schwer. Es muss doch einen Raum hier geben, wo wir nicht... Wir kamen noch in ein paar Räume nicht rein. In ein paar kamen wir nicht rein. Und da sind auch Personen gewesen. Verdammt. Ich habe was gehört. Ich glaube, wir sind sowas von falsch hier gerade. Oh mein Gott!
Weg, 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 weg. Jetzt können wir mich sehen. Kein Kompass. Wir haben nur einen Spiegel. Oh, Spiegel. Stimmt. Warum gucke ich nicht in den Spiegel? Da wird mir nur eine Tür angezeigt. Aber ohne meine Freunde möchte ich ehrlich gesagt nicht raus. Ich glaube, hier ist es nicht. Aber wir schauen noch auf der anderen Seite. In der 103. Ja, irgendwie alle, wo eine 3 drin sind, kannst du vergessen. Es ist stunkel. Genauso wie 213. Bitte geh nicht ins Bad, bitte. Das macht mich fertig. Der Typ macht mich fertig. Aber richtig. Oh, ich glaube, wir gehen lieber ganz nach oben. Scheiß drauf. Wir gehen ganz nach oben, weil da sind weniger Räume. Und lieber habe ich wenig Räume. Schau durchs Glas. Er kommt. Jimmy kommt. Ja, ist mal klar. Komm, geh rein. Ich weiß gerade nicht, wo ich hingehe. Ich bin so unter Stress gerade. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Wir gehen einfach raus. Wenn er uns knockt, ist halt so. Ist halt so. Ich glaube, das ist der letzte. Beim letzten Speicherpunkt müssen wir halt wieder anfangen. Jimmy hat dich das letzte Mal geschlagen. Deine Flucht endet hier, doch du kannst es jederzeit erneut versuchen. Wir gehen hoch. Das Gute ist, wir tun jetzt von dort aus jedes Mal wieder agieren. Das ist gut. Einfach aus dem Grund, weil wir direkt am Aufzug sind. Direkt am Aufzug, das heißt, wir können jetzt erstmal auskundschaften. Wird halt jetzt ein bisschen was kosten. Vielleicht kriegen wir es hin. Das sind 5 Freunde, 5. Und ich weiß noch, oben hatten wir 2 Türen. Aber wenn ich noch wüsste, welche. Ich weiß, glaube ich, es war... Vielleicht hier.
Okay, hier nicht. Aber hier hätten wir genügend Möglichkeiten, auf jeden Fall mal anzugucken. Ja, ich weiß, dass ich keine Zeit habe. Ha! Der wird jetzt noch gefährlicher. Der ist so schnell da. Das glaubt man ja gar nicht. Oh, es ist abfuckend gerade. Ich glaube, es war doch auf der anderen Seite. Egal, wir gehen jetzt raus. Wenn es Knock macht, macht's Knock. Wir haben Jimmy gesehen. Also Jimmy will uns. Ich weiß nicht, als was er uns will. Als seine Gefährtin. Könnte ja höchstwahrscheinlich sein. Weil ich würde es ihm zutrauen. Ich glaube, der hat lange keinen Damenbesuch mehr. Das ist bestimmt so eine Vorfreude. Wo er genießt. Oh, waren das nicht hier so zwei Räume? Nein. Wir sind so verwirrend. Das ist so verwirrend. Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Er ist jetzt auf jeden Fall viel aggressiver drauf als zuvor. Der wird uns töten. Der weiß, dass wir da sind. Der weiß es doch. Der sieht uns. Das ist nicht normal. Egal. Wir müssen raus. Wir müssen einfach raus. Ich habe auch keine Anhaltspunkte, wo die sein könnten. Oder? Auf der 1 sind ganz viele und ganz oben. Oh ja, ja. Die Schlüssel hatten wir nicht. Nee, wir waren da hinten richtig. Wir waren eigentlich hinten richtig, oder? Oh, scheiße. Ich war richtig. Nein! Oh, Hektik. Egal. Wir gehen jetzt in die 3. Wir holen als erstes in der 303. Boah, es ist spannend gerade. Ja, müssten wir nicht so viele Probleme haben. Ja! Nein, nicht... Rein! Ja! Ja! Komm, Sky. Hey, right? Die Jungs, Sky.
Ja!